Zustand der Sylter Westküste wurde gestern von Fachleuten des Küstenschutzes begutachtet und für deutlich besser befunden als erwartet. Nichtsdestotrotz waren die Schäden, die die Orkane Xaver und Christian hinterlassen haben, nicht zu übersehen. Küstenschützer und Inselbürgermeister beschlossen deshalb die Maßnahmen für die Sandaufspülungen. Insgesamt sollen 1 Million Kubikmeter Sand aufgespült werden. Dafür sind rund 6,5 Millionen Euro veranschlagt. 2,5 Millionen Euro sind für weitere Tetrapoden im Inselsüden vorgesehen. Insgesamt werden auf Sylt in diesem Jahr über 14 Millionen Euro für den Küstenschutz ausgegeben. Das sind 26% der gesamten Landesmittel. Die Gemeinde Sylt möchte sich umfassender mit ihrer NS-Vergangenheit auseinandersetzen. Der ehemalige Westerländer Bürgermeister Heinz Reinefarth, der von 1951 bis 1964 regierte, war vor seiner zweiten Karriere als SS-Offizier maßgeblich an der brutalen Niederschlagung des Warschauer Aufstands beteiligt. Auf Initiative der Kirchengemeinde Westerland denkt die Politik darüber nach, deshalb einen Gedenkstein für die Opfer aufzustellen. Doch diesen Gedenkstein an die Opfer mit dem Namen des Täters zu verknüpfen, stößt nicht auf allgemeine Zustimmung. So betonte die Inselhistorikerin Silke von Bremen, dass es wichtiger sei, sich mit der Frage nach der gescheiterten Entnazifizierung in Schleswig-Holstein in den 50er Jahren auseinanderzusetzen. In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses der Gemeinde Sylt diskutierten die Gemeindevertreter kontrovers über das Thema Grundschulschließung. So kam von der SPD der Vorschlag, nach dem Primarhaus in Morsum die Westerländer Nordkammschule zu schließen. Denn mit Blick auf die in Zukunft immer weiter sinkende Schülerzahl sei es sinnvoll, nur 3 öffentliche Schulstandorte auf der Insel zu erhalten. Auf Zustimmung stieß der Vorschlag bei den übrigen Fraktionen allerdings nicht. Derzeit werden an 4 Grundschulen der Insel 445 Schüler unterrichtet. In 10 Jahren sollen es rund 100 weniger sein.